Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach Zaubersand herstellen könnt. Und hier sind die Zutaten. 320 Gramm Mehl und 40 Milliliter Babyöl. Ihr könnt auch Sonnenblumenöl benutzen und Lebensmittelfarben, wenn ihr möchtet. So, und alles, was ihr machen müsst, ist, das Babyöl einfach ins Mehl zu schütten. Und das Ganze dann zu verrühren. Das könnte auch ein bisschen länger dauern, aber es wird schon. Und wenn ihr merkt, dass es zu trocken ist, einfach ein bisschen mehr Babyöl hinzufügen. So, nach ein paar Minuten umrühren und ein bisschen mehr Babyöl sieht es ungefähr so aus. Dann füllt ihr es in einen Becher oder in ein Glas und dann geht es gleich weiter. So, ich habe jetzt den Sand in eine Tasse gefüllt und jetzt werden wir den Sand anschneiden. Und wie ihr seht, seht ihr nichts. So Leute, es ist leider nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Trotzdem haben wir hier einen Sand hergestellt, mit dem ihr jetzt zu Hause spielen könnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!